Manchmal erholt man sich nur dann, wenn man wirklich weit weg ist, alte Gewohnheiten weglässt und sich auf Neues einlässt. Der Urlaub ist zu schade, um ihn mit Feiern oder zu Hause zu verbringen. Es gibt so vieles zu entdecken, Reisen wird uns heute so einfach gemacht. Warum nicht nutzen? Warum nicht einfach mal wegfahren? Was ist schon zu Hause? Ist zu Hause das, wo ich wirklich wohne? Ist zu Hause das, woher ich komme? Oder ist zu Hause eigentlich das, wo ich im aktuellen Moment bin? Wo bin ich zu Hause? Was will ich? Was will ich sehen? Und vor allen Dingen, wie geht es weiter? All das wird einem nur bewusst, wenn man wirklich sich mit Dingen beschäftigt, mit denen man sich vorher nicht beschäftigt hat. So banal, wie das auch klingen mag, ich hätte niemals gedacht, dass mir Reisen allgemein so viel Freude bereitet. So erinnere ich mich noch an meine Kindheitstage, wo ich definitiv nicht für Reisen zu haben war. Ganz im Gegenteil, ich habe Reisen gehasst. Wie sehr habe ich es gehasst, mit den Eltern mitgeschliffen zu werden und eigentlich sich Dinge anzuschauen, die mich gar nicht interessieren, die mich gar nicht so wahrnehme. Doch heute, wenn man älter wird, dann denkt man eher darüber nach und überlegt ganz genau, ist es das, was ich will? Ist es das, wohin ich will? Es gibt noch so viel zu entdecken und nur die Schweiz ist ein kleiner Teil der Welt. Und ich will noch sehr viel entdecken. Das habe ich auch diesen Urlaub wieder mal gemerkt. Begleitet mich also auf einen Trip in die Schweiz, erfahrt etwas, was ich erlebt habe, wie ich gedacht habe, und ein großes Dankeschön geht zu Beginn hier an Jack, der mir das überhaupt ermöglicht hat, mir die Möglichkeit gegeben hat, auch da einen Einblick zu erweisen. Auch an Michael, also an so viele Leute, die ich jetzt in der Schweiz kennengelernt habe oder offiziell kennengelernt habe. Und wieder mal habe ich gemerkt, dass Freundschaften keine Grenzen kennen.